Willkommen zurück im Krypto-Café. Guten Morgen, meine Lieben. Mein Name ist G und es gibt gute und schlechte Nachrichten. Fangen wir mit den guten an. Ja, ich fange gerne mit den guten an. Wir sind im Altcoin-Season, ja, wie ihr auf dieser Seite seht. Verlasst euch natürlich nicht auf das, was ich sage oder was euch irgendwelche Seiten sagen. Das sind alles nur Analysen, die auf irgendwelchen Zahlen basieren, die auf der Vergangenheit basieren. Ja, niemand hat eine Glaskugel, womit man in die Zukunft schauen kann. Man kann immer nur tendenziell irgendwas sagen, beziehungsweise bei den Grafiken oder Charts immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit etwas vorhersagen. Und ja, so ist das. Aber es tendiert wohl dazu, dass wir im Altcoin-Season sind. Im Altcoin-Season ist es so, dass die Altcoins, ja, also alle Kryptowährungen, die nicht Bitcoin sind, dazu gehört unter anderem auch Ethereum, aber auch alle anderen, das sind Altcoins, dass die besser performen als Bitcoin. Ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage für alle, die jetzt gerade erst dazugekommen sind oder davon erfahren haben und noch nichts haben, ja, soll ich jetzt Bitcoins kaufen oder soll ich Ethereum kaufen? Oder irgendwas Kleines, ja, weil eben bei kleineren Sachen in einem Bullenmarkt mehr Chancen von Gewinn beziehungsweise Gewinnmaximierung ist, ja, und Bitcoin eher langsamer steigt, ne, also schlechteren Performance darstellt. Meiner Meinung nach müsst ihr das entsprechend eures Risikosprofils aufteilen, ja. Also wenn ihr bereit seid, ne, und sagt, ich habe hier ein bisschen Geld an der Seite, ja, damit würde ich auch ins Casino gehen. Ne? Mir macht es nicht aus, dass ich das verliere. Ja, und ich will einfach sehen, was überhaupt möglich ist. Ja, dann könntet ihr zum Beispiel sagen, ja, okay, mein Risikoprofil ist, ich bin extrem risikobereit. Ja, also dann geht ihr halt in irgendein Altcoin, aber was ein kleineres ist, ja, zum Beispiel PancakeSwap, ja, ist zum Beispiel ein kleineres. Ja, kleineres ist eines der kleineren Big Caps, ja. Und da habt ihr zwar die Möglichkeit, innerhalb von 2, 3 Monaten drei, vier, vierfache ja, Gewinn rauszuholen, wenn er gut performt, ne? Und wenn ihr sagt, ich bin eher risikoscheu, ich will auf jeden Fall, dass ein bisschen Gewinn dabei rausspringt, aber auf keinen Fall, dass ich mein Investment über eine längere Zeit, ja, verliere und ich habe auch nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Dann würde ich euch tatsächlich empfehlen, wie auch in anderen Videos von mir beschrieben, ich werde es auch nochmal extra Video dazu machen, Portfolioaufbau für unterschiedliche Risikoprofile, dass ich sage, teile das in Bitcoin und dann ein bisschen was in Ethereum und dann den Rest zum Teil als Bargeld, also Bargeld ist USDC oder USDT, halten und den Rest dann vielleicht in ganz kleinen Portionen in Small Caps. Ja. Somit profitiert ihr sowohl von den gesamten Marktbewegungen, der nach oben geht, als auch bekommt ihr weniger von dem Risiko ab, die kleineren Coins haben. So, gehen wir mal zu den Nachrichten. Da habe ich was Interessantes gefunden für euch. Ja, das habe ich gestern in einem Video auch schon erwähnt, als gerade alles wieder nach oben ging. Und da habe ich gesagt, ja, Ray Dalio, ne, der vor 6 Monaten ziemlich genau damals gesagt hat, ja, Bitcoin ist nichts ne, als Investition. Und dann jetzt hat er seine Meinung geändert. Und da, abgesehen von dem Fakt, habe ich noch was hier was Interessantes gefunden. Und zwar das Interview, wo drin er gesagt hat, ich habe Bitcoins. Ja, das ist ja, viele sagen ja, das ist gestern als Nachricht rausgekommen, ja, auf fast allen Newskanälen, dass der Ray Dalio, der hat übrigens hier steht, ne, der hat 2021 die größte Hedgefonds aufgesetzt mit 101 Milliarden. Ja, 101 Milliarden. Und ja, und der hat da, ne, vorgestern stand die Nachricht, ah, Ray Dalio hat gesagt, er hat Bitcoins, ne, das alles hat sich verändert. Und jetzt guckt ihr mal an, wann der das gesagt hat. Er hat das am 6. Mai gesagt, ja, 6. Mai hat er in einem Interview, ne, hier oben könnt ihr das Interview sehen. Man sagt, das Interview war für dieses Konsensus-Event vor 3 Tagen in den USA gewesen. Aber wenn er das tatsächlich dort gesagt hat, ne, könnt ihr euch natürlich mal fragen, warum wurde das erst 3 Wochen später nach dem großen Crash veröffentlicht? Ja, meiner Einschätzung nach
wie ich in einem Video gesagt habe, es ist immer alles koordiniert, ja, von den Medien, von den großen Wale, ja, die viel Geld haben und die natürlich günstiger einkaufen wollen, bis hin zu Leute, die keine Ahnung, ob die unwissend oder wissentlich manipuliert werden oder wollen oder was auch immer, wie Elon Musk und Co., ja, die natürlich eine extreme Reichweite haben, dass es alles einfach koordiniert ist, ja. Das heißt, wenn ihr an Bitcoin glaubt, ja, und wenn ihr da ein bisschen euch eingelesen habt und den Hintergrund versteht, die Daseinsberechtigung von Bitcoin und ja, dann lasst ihr euch einfach nicht so einfach mit Furcht und Unsicherheit und News rausschütten. Ne? Das ist das Wichtigste, dass ihr selbst euch damit beschäftigt und das versuche ich euch ein bisschen hier in dem Kanal beizubringen. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich ein paar Leute erreicht habe. Und ja, also seht ihr, ne? Kommen wir zum nächsten Punkt. Labs Group ist eine Firma, die sind im Bereich Real Estate, ja, tätig und die arbeiten hier mit Polygon. Polygon ist, habe ich schon in den letzten mehreren Videos erwähnt, ja, da bin ich auch selbst investiert, halte ich sehr viel von. Ja, ist ein großer Chain, der momentan am aufsteigenden Ast ist. Und Labs Group, die haben hier halt bekannt gegeben, aber es gibt viele gute News in den letzten Tagen bezüglich Polygon, ja. Und das ist zwar auch eins der Sachen, wo ich sage, die Leute, manche sagen, ja, ne, ich investiere nicht in Krypto. Man hat ja geschichtlich gesehen, ne, dass die immer abgestürzt sind, gibt was Gutes und dann stürzt es immer ab. Ja. Ist keine Anlage. Teils könnte man es sagen, ja, ist richtig, weil es gibt in den steigenden Phasen immer die, ne, wo die Anfänger, die dran glauben und die darüber Bescheid wissen, ne, die in den Anfängen der einen Bullenmarkt drin sind und dann gibt es natürlich die Leute, die später reinkommen, weil das einfach der Hype ist. Ne? Und das war in der Vergangenheit so gewesen. Und wenn man 2017 anguckt, ja, da waren halt so viele Projekte, die einfach aus dem Boden herausgeschossen sind, ohne jeglichen Konsistenz, sag ich mal, ja. Sorry. So gesehen, ja, der Kurs steigt, weil viel Kapital reinkommt. Aber, und das finde ich ein wichtiger Punkt, ist der diesjährige Bullenmarkt, ja, der ist nicht losgetreten worden, weil viele spekulative Sachen wie Shiba Inu oder sonst was auf den Markt gekommen sind, ja, sondern weil die in den letzten Crash, also wenn ihr euch mal anguckt, ihr könnt ja von CoinMarketCap die Version von 2017 angucken, ja. Da war XRP auf Nummer 2, ja, und dann waren da von den Top 10 ist da fast gar nichts mehr dabei. Was heißt das? Nun ja, also gab damals Projekte, die einfach aus dem Boden rausgeschossen sind, weil die einfach Geld kassieren wollten, ja, von den Leuten, die einfach Geld investiert haben. Und es gab Projekte, die tatsächlich was erbracht haben, ja, aber noch in den Anfängen waren. Und nach dem Crash sind natürlich die ohne Substanz waren, verschwunden, ja. Und die tatsächlich geblieben sind, waren die auf reale Probleme gezielt waren, die bestimmte Lösungen für bisherigen Probleme bereitgestellt haben und ne, bis heute eben weiterentwickelt haben, weil das tatsächlich ein Use Case ist, ja. Und das ist vor allem bei Ethereum und das seht ihr auch hier, ja. Real Estate ist eine Investitions Bereich, ja, wo man als mit Blockchain eben viel weiterkommt als über die Banken. Ja. Stellt euch ja vor, ihr wohnt, ne, jetzt in Deutschland, wollt irgendwas in den USA kaufen. Ja. Was müsst ihr da alles für behördliche Hürden übergehen und Banken und Bibabo, was weiß ich, schlage mich tot. Ja. Aber wenn ihr das über Blockchain machen würdet, ja, wie über Ethereum, hier habe ich nämlich für euch rausgesucht, der TechCrunch-Gründer, ja, der verkauft jetzt sein Apartment, den er 2017, also in dem letzten Bullenmarkt, über Ethereum gekauft hat. Ne? Also das Apartment ist in Ukraine, falls jemand zufällig in Ukraine wohnt oder ne, dort Verwandtschaft hat, wäre das natürlich cool. Aber ne, was macht er? Der verkauft jetzt diese Wohnung, was er damals über Ethereum gekauft hat, als NFT. Also NFT, Real Estate Backed. Das heißt, ihr kauft das NFT, ja, und bekommt dazu, also dahinter ist zusätzlich diese Wohnung, ja, dieses Apartment.
Und da seht ihr schon, die Use Cases, die sind da. Ja, das ist einfach so und das wird auch weiter so sein. Und da seht ihr an PayPal, Square Inc. und was weiß ich, alles große Konzerne, die anfangen in Blockchain zu investieren, ja, oder zumindest versuchen eigene Blockchain sogar rauszubringen. Und das wird nicht mehr wieder weggehen. Ja, diese gesamte Blockchain-Krypto-Geschichte, es mag der nächste Crash kommen. Ja, aber meiner Meinung nach wird er auch nicht mehr wieder alles auf 90% oder auf 95% runterstürzen, weil diese Sachen, die jetzt da sind, ja, Bitcoin, Ethereum und so weiter, die lösen tatsächlich Probleme in der realen Welt, die heutzutage existieren. Und die Leute, die da dahinter stecken, die da drin investiert sind, und diesmal sind natürlich auch Firmen, Institutionen dabei, die werden dafür sorgen, ja, dass natürlich diese auch in einem Bärenmarkt nicht mehr komplett abstürzen. Ja. Das ist meine Meinung. So, nächster Punkt. Hier gibt es eine 41-seitige Dokumentation, also Bericht, ja, Tiefanalyse, Research von Goldman Sachs. Goldman Sachs ist wie JP Morgan und so weiter eine der größten Banken, ja, oder Gruppen. Und das ist auch jetzt vor kurzem veröffentlicht, 21. Mai. Ja, jetzt könnt ihr, wie vorhin ich gesagt habe, ja, überleg mal. Die haben diesen Bericht wahrscheinlich seit Monaten gemacht, ja, und der ist schon längst fertig. Aber warum eben jetzt, hier mitten nach dem Crash, ja, also da, alles, ja, ist viel Rauch, ja, es ist viel Rauch da. Wir versuchen da ein bisschen die Figuren hinter dem Rauch zu erkennen, aber auch ich kann das nicht sagen, ja, warum das so ist. So, und was interessant ist natürlich, also das sind 41 Seiten, ich werde das nicht mit euch zusammen durchgehen, aber was sie natürlich hier sagen, ne, dass definitiv Bitcoin als eine Asset-Klasse gesehen werden kann. Ja, eine Asset-Klasse ist wie, wenn du ein Portfolio bei einem Fonds und sowas aufbaust, der möglichst weit streut. Ja. Das habe ich euch gestern in dem Video auch kurz gezeigt, diese Abhängigkeitsgrafik, ja, dass die bisherigen Asset-Klassen, also Gold, staatliche Anleihe, Real Estate, also Häuser und so weiter, ja, und Klein-Caps, Small-Caps, Big-Caps, also Firmenaktien und so, dass sie alle eine sehr hohe Abhängigkeit voneinander haben. Ja. Das heißt, wenn der Markt von irgendeinen von diesen Sachen in eine Richtung geht, zieht er immer die anderen ein bisschen mit. Ja. Das heißt, keins von denen ist voneinander komplett unabhängig. Und da ist Bitcoin, habe ich gestern auch erklärt, das einzige Asset, ja, was die hier jetzt auch endlich begriffen haben oder ne, beschrieben haben, das komplett unabhängig von allen anderen ist. Ja. Das heißt, die Abhängigkeit war dort überall unter 2%, teilweise ein oder unter 1%. Das heißt, wenn man tatsächlich ein großes Portfolio aufbauen will, als Fonds oder als Bank oder was auch immer, ja, wäre es natürlich ideal, wenn man so ein Asset da drin hätte, ja, das komplett unabhängig von allen anderen sich bewegt. Weil du bist dann weniger dein kompletten Marktrisiko ausgesetzt. Ja. Und jetzt überleg mal, was passieren würde, wenn die, keine Ahnung, Trilliarden, zig Trilliarden, hunderte Trilliarden an Fonds, die es heutzutage gibt, alle anfangen, auch nur 1%. Ja, von deren Gesamtbudget oder Fondsvolumen auf Bitcoin zu wechseln. Was das für den Kurs von Bitcoin bedeuten würde. Nur ein Gedankenspiel. Ja. So, jetzt kommen wir zum Polygon. Ja, da seht ihr einen Kurs von Polygon, der ist richtig in die Höhe geschossen. Ja. Gratulation an alle, natürlich auch mich selbst, ja, dass wir rechtzeitig in Polygon investiert haben, wie ich beschrieben habe, und dass wir jetzt schon bei fast 100% Gewinn sind innerhalb 2 Tagen. Ja. Und hier seht ihr, ja, der letzte Bewegung angeblich, ja, hat natürlich was damit zu tun, ist natürlich auch News. Ja. Mark Cuban, auch einer der Großinvestoren, hat jetzt bekannt gegeben, dass er in Layer 2, also in Polygon, investiert hat. Ja. Ich erkläre noch mal ganz kurz. Also Ethereum ist das Netzwerk, was langsam ist, ja, aber bisher eben fast die höchste Transaktionsgebühren verlangt und deswegen wenig Kleinanleger hat, ja. Und da ist BSC, also Binance, so das Gegenpart, ja, weil es sehr günstig ist und sehr schnell ist dagegen, ja, ein paar Sekunden Transaktionszeit.
Aber viele kritisieren das Binance, weil Binance eher zentralisiert ist. Und Binance ist auch in den USA nicht groß. Ja. Aber trotzdem, ihr seht ja die Größe von Binance. Und jetzt ist Polygon um die Ecke gekommen. Polygon ist eine Layer-2-Lösung, die auf Ethereum basiert. Ja. Ist aber eine eigene Blockchain. Und die lösen halt das Problem von Ethereum. Ja. Indem die extrem schnelle, also 2 Sekunden Blockzeit haben die, ja, und die Fees sind so niedrig, dass die sogar die von Binance um 10-fach unterbieten. Ja. Was bedeutet das? Da die halt komplett kompatibel mit Ethereum sind, können alle große Software, die auf Ethereum sowieso schon laufen, einfach eins zu eins rüber wechseln auf Polygon oder erweitern, ja, ohne großartig an ihren Code was zu ändern. Und das seht ihr auch in der Vergangenheit. Fast alle großen, also Sushi und so weiter, ja, sind auch auf Polygon mittlerweile, ja, und das wird auch weiter sich so entwickeln. Und das ist auch, warum ich sage, und das habe ich auch selbst getestet, also dieses Benutzererfahrung auf Polygon ist einfach so gut, vor allem auch für Leute, die noch nie was von Krypto zu tun haben, ja. Ich habe das damals am Anfang bei Ethereum auch erlebt, ja, du machst irgendwas und dann wartest du, oh, 30 Minuten lang oder teilweise sogar eine Stunde, bis deine Transaktion durchgeht. Und in der Zeit denkst du die ganze Zeit, oh, ist mein Geld jetzt verloren gegangen? Ja, oder ist es wieder da? Was kann ich da jetzt machen? Soll ich das abbrechen oder soll ich mein Fee erhöhen? Ja, und wie viel soll ich das erhöhen? Das ist einfach unangenehm, ja, auf Ethereum als Kleinanleger hinzugehen und mit Geld zu arbeiten. Und das genau das ist das, warum ich auch mit Binance angefangen habe, ja, also auf Binance zu investieren und mittlerweile eben auch auf Polygon investiere, ne? Und ich habe auch gesagt, wenn die sich weiter so gut entwickeln, werde ich tatsächlich auch nach und nach teils meine Investitionen von Binance auf Polygon umschwenken, ja. Das ist meine Meinung, ja. Also Polygon hat definitiv noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Und hier gibt es einen allgemeinen Artikel dazu, ja, warum Krypto eben seine Daseinsberechtigung hat, ja, nämlich indem man dort auch hohe Erträge erwirtschaften kann durch diese Yield Farm, ja, die es gibt. Dazu habe ich auch extra ein Video von früher schon gemacht, Yield Farming, wie das funktioniert. Ja. So. Hier am Ende will ich euch noch ein ganz kurzes Projekt vorstellen. Bin ich zufällig drauf gestoßen. Ist ein interessantes Projekt, ja, vor allem für Leute, die ein bisschen spielerisch ins Krypto reingehen wollen. Ne? Die Seite heißt Rabbit Hole und die präsentieren regelmäßig neue Projekte, wo man praktisch so eine Art Quest, ja, das ist so eine Aufgabe, kleine Aufgabe, die man auf der Plattform dann erledigen soll oder sollte. Ja, und wenn du es erledigt hast, bekommst du halt als Reward diese Rabbits, ne? Also Rabbits sind deren Währung, ja, also Hasen. Und ich habe jetzt mal ausprobiert, also das aktuelle Projekt, was die haben, ist dieses Teil hier. Es sind noch 9 Tage. Ja, wenn ihr da dran teilnehmt, bekommt ihr halt entsprechend am Ende diese Rewards, ja, Rabbits. Und das Projekt, also einmal, ne, ist diese Rabbit Hole Geschichte, könnt ihr euch gerne angucken. Kostet nichts, ja, und wie gesagt, könnt ihr ein bisschen Rabbit gewinnen. Ob das Rabbit langfristig vom Wert sein soll, ist keine Frage, also kann man nicht wissen, ja, ist dahingestellt. Aber was dahinter steckt, das aktuelle Projekt finde ich gut, ja, das heißt Pool Together. Was ist das? Nun ja, wenn ihr da drauf geht, seht ihr das? Ich habe leider die Seite schon geschlossen. Al Pool Together ist ein, wie sagt man das, ist ein Lotto. Ja, ist wie normales Lotto, aber niemand verliert dabei etwas. Was heißt das? Nun ja, normales Lotto ist ja so, du kaufst dir Lotto-Ticket, ja, und wenn Lotto gezogen ist, ne, der gewonnen hat oder die wie viele Zahlen gewonnen hat, die kriegen jeweils, ne, Gewinn, und aber die meisten, sagen immer, die liegen natürlich daneben und sind ihr Geld los, ja, für ein Ticket. Und bei diesem Lotto ist es so, niemand verliert dabei. Ja, das heißt, ihr legt euer Geld praktisch dorthin und bekommt sozusagen als Gegenleistung ein Ticket. Und ihr könnt dieses Ticket, solange ihr das Ticket habt, ja, an jede weitere Ziehung teilnehmen und eine Chance auf den Gewinn des gesamten Jackpots haben. Ja. Das ist der Hintergedanke bei Pool Together. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob die auch kleinere Preise haben, also ob die stufenmäßig die so Lotto-Gewinn ausschütten oder nur an den einen, ja, von vielen.
Das ist auf jeden Fall dein Gedanke. Und warum verlierst du dabei nichts? Naja, du kannst dein Lotto-Ticket jede Zeit, wie du willst, auch wieder gegen dein Geld, was du hinterlegt hast, wieder zurücktauschen. Und da die auf US-Dollar basieren, ja, also praktisch null Risiko, was die Schwankungen von dem Kurs angeht, hast du hier so gesehen null Risiko, außer natürlich das Risiko der Plattform, ja, dass die Plattform plötzlich verschwindet und ihr nicht mehr an euer Geld rankommt. Das ist aber überall in DeFi da, ja. Aber ich werde es beobachten. Ich habe da jetzt ein US-Dollar einfach aus Spaß mal reingelegt, ja, um zu gucken, ob das tatsächlich funktioniert. Wer will, ne, kann natürlich auch dort mehr staken. Ich habe gesehen, da liegen aktuell ein paar Millionen. Ja, das heißt, wenn ihr tatsächlich sagt, ja, ich bin Großbesitzer, ja, ich bin, keine Ahnung, ich kann Millionen US-Dollar als Spielgeld erübrigen, ja, dann könnt ihr natürlich da reingehen mit eurer Million. Ne, verdoppelt zwar die gesamte Lotto-Pool-Größe, aber haltet ihr eine Chance, keine Ahnung, 50% Chance auf den Gesamtgewinn von dem Jackpot. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, naja gut, wenn alle, die dort drin ihr Geld hinterlassen, auch jede Zeit ihr Geld rauskriegen können, also praktisch nicht den Gewinn bezahlen, woher kommt dann der Gewinn für denjenigen, der dann, ne, bei jeder Ziehung das Geld bekommt? Die nehmen das Geld, ja, was ihr bei der auf der Plattform hinterlegen und geht auf andere Plattformen, Yield-Plattformen wie Curve oder nee, auf Yearn, glaube ich, gehen die oder auf noch eine andere Plattform, also auch große Plattformen, auch Ethereum, legen das dort hinter und sammeln dort praktisch dieses Yield, diese Belohnung. Und das, was sie an Belohnung raussammeln, schütten die halt an die Lottospiele aus. Das ist der Trick. Was heißt das? Also ich sehe das also tatsächlich, wenn die groß werden, als eine super Alternative, weil du hast selbst nicht das Risiko, ja, in die Yield-Farmen reinzugehen und Kursschwankungen zu unterlegen, weil du investierst praktisch also theoretisch in Belohnung, indem du mit Stablecoin, also stabile USD arbeitest, aber du hast natürlich auch nur eine Wahrscheinlichkeit auf den Gewinn, ja. Auf lange Frist gesehen, ne, wenn du eine gewiss hohe Summe investierst, hast du natürlich Chance, auch was zu gewinnen. Ja. Aber es ist wie Casino. Ja. Nur du hast eine Chance zu gewinnen. Du hast hundertprozentige Sicherheit, dass du nichts verlierst, ne, wenn du reingehst. Aber du kannst natürlich auch jederzeit ohne jeglichen Gewinn rausgehen. Das heißt, statt selber in die Yield Farm zu investieren, wo du definitiv Gewinn bekommst, hast du hier eine Chance, einen höheren Gewinn zu bekommen. Ja, ist einfach ein Tausch. Ja. Muss jeder für sich angucken, ob das was für den ist. Ich finde interessant, die Idee. Ja. Werde ich beobachten. So, gucken wir noch ganz kurz auf die Chart am Ende. Bitcoin ist gerade dabei. Ja, die Wellen zu brechen, sage ich mal. Ja, was ich gut finde, ist auf jeden Fall, dass er gestern oder vorgestern schon diesen Abwärtskanal von seit Anfang Mai, ja, sage ich mal, den Absturzkanal überwunden hat und nach draußen rausgegangen sind. Es gibt Profis oder Analysten, die sagen, ja, der wird noch mal runterkommen, ja, auf 30. Manche sagen sogar, ja, der wird noch mal runterkommen auf 20.000, der. Ich glaube zwar nicht, ja, aber ich bin auch kein Profi und wie gesagt, 20.000 wären wir etwa hier, ja. Und dann würde er halt wieder zurück in den Kanal kommen und vielleicht danach erst hochgehen. Manche sagen, das ist noch besser, ja, als jetzt. Meine Meinung nach ist eher, das habe ich auch in anderen Videos vorher gesagt, dass er gegen Ende des Monats bei 50.000 stehen wird. Das heißt, da haben wir jetzt noch 5, 6 Tage, ja, ist so gesehen gar nicht so unwahrscheinlich. Und das ist meine Einschätzung, ja, dass er vermutlich hier sich ein bisschen seitwärts bewegen wird, um dann hochzugehen. Aber ja, ich bin kein Chart-Profi, ja, ich arbeite auch nicht damit und wie ich in anderen Videos erwähnt habe, ich benutze Charts so zu 30% in der Regel, ja, aber eigentlich nur um Einstiegspunkte, also Kaufpunkte für meine langfristige Investition und nicht als Entscheidung, ob ich etwas kaufe oder nicht. Ja. So, als letzter Punkt, die Matic-Investition, ja, seht ja hier entgegengesetzt allen anderen, sind wir mittlerweile schon fast wieder auf dem Hochpunkt. Ja. Und Gratulation an dieser Stelle nochmal an alle, die da investiert sind. Und ja,
Das war's für heute. Mein Name ist G aus dem Krypto-Café. Morgen früh, spätestens um 9 gibt es ein neues Video zum Tagesgeschehen und ich mache heute noch ein, zwei andere Videos ins Kanal. Wenn euch mein Content gefällt, gebt mir ein Like, ja, und oder ein Abo und ja, bis dahin, einen wunderschönen Tag für euch alle. Ciao, ciao.